Wir kommen jetzt zum Ehrenpreis. Jetzt wird ein Mann ausgezeichnet, der zu den absolut erfolgreichsten Drehbuchautoren dieses Landes zählt. Über seine pointierten Dialoge haben wir wohl auch schon alle gelacht. Die Menschen im Osten durften schon ein bisschen früher, denn dort hat er angefangen. Aber bis heute ist er einer der produktivsten und leidenschaftlichsten Filmschaffenden mit unglaublich viel Wortwitz und einem herrlich lakonischen Ton. Renate Krössner, Nadja Uhl, Henry Hübchen und Andreas Schmidt zeigen uns jetzt seine berühmtesten Szenen, in denen sie selbst mitgespielt haben und die alle er sich ausgedacht hat. Wolfgang ist ein Mensch, der mit wenigen Worten eine ganze Welt beschreiben kann. Martin, erklär's ihn. Ich bin kein Eimer, in den jeder scheißt! Ich schlafe mit jemandem, wenn es mir Spaß macht. Ich nenne einen Eckenpinkler. Ich bin die bei den Tornados rausgeflogen ist. Ich heiße Sunny. Wenn du könntest, würdest du hier abhauen. Wie kommst du denn darauf? Das ist vielleicht eine Scheißwelt. Wolfgang Kohlhase ist einer der ganz großen Geschichtenerfinder unserer Zeit. Er interessiert sich für Menschen. Ich habe das Gefühl, der guckt hinter das Gesicht. Vielleicht wirst du bald die richtige Hose anhaben. Die kannst du ja vielleicht leisten, aber einen Arsch in der Hose, den kannst du ja nicht leisten. Unter den Autoren ist er sowas wie der, wie ein 8000er in der Gebirgswelt. Ich lass mich auf der Bühne, wo ich mich nicht wehren kann, nicht anpöbeln. Ich habe schon Dutzende solcher Singezähne überlebt. Dutzende! Für mich sind sie ein Eckenpinkler. Mit dem Wort Eckenpinkler, da hatte ich Probleme. Ich finde das komisch. Ja, er ist eben Berliner. Glaubst du, dass man mit einer Frau auskommen kann? Ich weiß nicht, aber mit der könnte ich auskommen. I like you, um es mal so auszudrücken. I like you too. Ich hab ein Porno mit. Brauch ich nicht unbedingt. Das ist Romantik pur? Der ist eher so ein freier Radikaler als ein Romantiker. Er ist ein Romantiker und ein Lakoniker. Er ist ein Pragmatiker. Deutsche schießen auf Deutsche. Pfui Teufel. Die können mir mal meinen deutschen Arsch lecken. Er hat Humor. Mit einem unglaublich frischen, jugendlichen Geist. Letztens wollte ich ihm die Hand geben, da hat er mir erst mal irgendwie in die Leber geboxt. Was soll ich noch machen, ihr Arschlöcher? Figuren, die er wie ein ganz geschickter Maler mit zwei, drei Strichen zeichnet und du begreifst genau, wer sie sind. Hast du mal darüber nachgedacht, warum du denn bei dir liegst? Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Was das Tolle ist bei Wolfgang, ist auch diese abgründigen, unmöglichen Figuren. Man hat immer das Gefühl, man kann denen direkt in die Kinderseele gucken. Ja, wir haben viel gesehen, Kamerad. Ich glaube, dass manche Sätze so grausam sind und manche Worte so auf dem Punkt sind. Du musst sie genau so sagen, sonst sind sie immer schlechter. Wenn mein Gesicht doch noch so glatt wäre wie mein Arsch. Hast du den Arsch aber lange nicht gesehen, Elena? Und ich würde sagen, Wolfgang, ich liebe dich. Wolfgang, bitte, bitte weiter so. Nimm den Preis jetzt bitte. Und mach noch 100 Jahre weiter so. Vielleicht auch noch mehr, wenn du willst. Blue, the dawn is growing blue. A dream is coming true. When you will come. Wolfgang schafft es in uns, die Fähigkeit zu wecken, wieder die Unvollkommenheit zu lieben, während doch unser Alltag davon geprägt ist, täglich der Perfektion hinterherzurennen. Und plötzlich lieben wir lauter unperfekte, unzulängliche kleine Versager auf der Suche nach dem Glück, weil wir selbst vielleicht sind. So ist das Leben. Aber wirklich. Thank you.
Ja, was an? Ja, ich an. Ja. Aber lass mal, wir klatschen noch ein bisschen. Lass uns noch ein bisschen klatschen. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der erste Impuls, aus dem ein Film gemacht werden kann, eine Lust oder ein Schmerz oder beides, ein Charakter, ein Konflikt, der Umriss einer Handlung oder eine Tonlage, was es auch sei, dieser erste Impuls ist oft die Sache der Autoren. Der Anfang, sagen die Chinesen, ist der halbe Weg. Aber Drehbücher schreibt man bei offener Tür. Immer tritt jemand ein und sagt etwas und fragt etwas, während ich ein endgültiges Zwischenprodukt herstelle, eine Mischung aus Poesie und Gebrauchsanweisung. Was erzählt man wem, warum und wie machen wir es gemeinsam richtig? Ich versuche, den Zuschauer für einen Nachbarn zu halten, den ich nicht langweilen will. Ich wünsche ihm im Kino die Teilnahme an anderer menschlicher Existenz. Möglicherweise entdeckt er dabei sich selbst. Die Welt hat wenige Gewissheiten und neben den Computern wurden die Rätsel. Vielleicht hilft es der Hoffnung, die wir brauchen, dass Menschen sich Geschichten erzählen. Ich danke der Akademie für diesen Preis. Eine große Ehre. Ich bin nicht nur erfreut, sondern auch ermutigt und das braucht man in jedem Alter.